Wir melden uns zurück mit Castle Crashers. Nach einer gefühlten Ewigkeit sind der Hering und ich wieder voll am Start. Wuhu! Yeah! Es geht weiter! Wuhu! Wie lange ist das her? Ich weiß es nicht, es ist ewig her. Das letzte, was wir gemacht hatten, war, glaube ich, Volleyball spielen. Volleyball? Auf dem Dach des... Ach so! Ja, stimmt! Boah, es ist so lange her. Ich wollte gerade sagen, nee, Moment, es gibt doch diesen einen Spielmodus hier noch, wo man auch Volleyball direkt spielen kann. Ja, stimmt, aber das müssen wir auch nochmal irgendwann ausprobieren. Da war ich noch nie drin, deswegen wusste ich jetzt gerade nicht, was du von mir willst, aber ist okay. Gut. Okay, wir sind jetzt beim gefluteten Tempel und ich hoffe, wir haben noch Tränke. Ich weiß es nicht, sollen wir erstmal in den Shop gehen? Du kannst uns auch erstmal in einen Shop bringen, ja. Gut, wir gehen in den Diebeswaldenhausen shoppen, da Diebesladen. Ja, ja, weil die florierende Wirtschaft der Diebe muss ja unterstützt werden. So also ich hatte keinen mehr. Geld. Und zum Glück haben wir nochmal geguckt. So, aha, du, ich habe jede Menge. Gut, bist du gut. Was sagt uns das? Ja, der Hering passt irgendwie auf seine Sachen auf. Ja, schöne Sachen. Schnups! Einen Bumerang gehabt. Schnups! Warum hast du einen Bumerang? Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Bumerang. Aber ich hab Pfeil und Bogen und ich kann damit umgehen. Oh, ich hab eine Schnupskatze. Egal. Du hast eine Schnupskatze? Ja. Okay, cool. Schnupskatze. Also ist Wesker doch dabei, sehr schön. Ja. Ja. Gefluteter Tempel. Wir fluten Tempel. Wir waren da jetzt wirklich noch gar nicht, ne? Nö, kalt. War das eine normale Statue oder was war das? Anscheinend. Der Tempel ist ziemlich zu. Sehr zu. Ein Füllhorn des Glücks. Ist hier ein Horn versteckt? Hallo? Nein. Ja, gut, meinst du, das Horn hat was damit zu tun, wie man die Tür öffnen kann oder was? So. Was habe ich überhaupt hier für eine Waffe? Aber keine Ahnung, das sieht irgendwie interessant aus. Ist das in der Mitte leer? Also ist das, sind das sozusagen zwei Klingen? Ich glaube, sowas ähnliches. Egal, meinst du nicht vielleicht mit. Also ich hätte es mit Toastbrot erstmal probiert, aber. Hä? Ne? Ach so. Ach so, wir sollten da wahrscheinlich erstmal gucken. Okay. Und feststellen, dass es da nicht weitergeht. Schlau gemacht im Spiel. Gut. Hier sind Bäume. Bäume haben doch irgendwie immer Obst gebracht oder so. Oder auch nicht. Ich glaube, da wird jemand verhauen. Also ich hätte mir jetzt noch eine halbe Stunde angeguckt, offen gesagt, aber naja. Wir können ja auch noch. Upp. So, wir klappen erstmal rein. Darf. Scheiße, der Spielverderber, ja. Skelettkrieger, oh mein Gott. So. Wir werden noch beobachtet da hinten. Oh, noch mehr Diebe oder irgendwie sowas in der Art. Interessant. Die helfen uns. Oh mein Gott, das ist ja faszinierend. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das mit der Steuerung wieder funktioniert hat. Normal schlagen, harter Schlag, okay, alles klar. Ich kann's noch. War jetzt Kreis-Item einsetzen? Ja, ne? Ja. Wow, du bist ja voll krass mit deinem Boomerang. Oh, guck mal, da ist eine Krähe oder sowas. Ich will die Krähe hauen. Ich konnte die Krähe nicht hauen. Kann man diese kleinen Klohäuschen oder was auch immer das sein soll, irgendwie einreißen? Also, kann auch Krähe sein. Die Tür kaputt machen. Oder ist jemand... Ach ne, der Tote war schon tot. Wer ist das denn? Geld. Ja, Geld. Klohäuser lassen sich nicht einreißen, ne? Scheinbar nicht, ne. Aber da kommt nicht mehr raus. Aha. Da musste noch jemand schnell. So. Geld. So, du hattest gesagt, ungefähr eine Stunde oder zwei Stunden. Dann wäre das Spiel so einigermaßen. Ja. Hattest du? Ne, Moment. Du hast das Spiel solo ja ein bisschen weiter gespielt, als ich jetzt in dem Moment. Hattest du auch mehr Level gesehen? Oder hattest du nur so gespielt? Bisschen. Also sprich, du hättest ja auch in die anderen Level wieder zurückgehen können oder so, einfach nur um Erfahrung zu sammeln, ne? Aber. Ja, das hab ich sowieso gemacht. Ich hab gleich so einen komischen weißen Ritter genommen, der mit der jetzt nicht so Level 30 oder so ist. Achso. So, weil ich mal, ja. Gut. Weil du einfach so in den Level reingegangen bist. Aber darüber hinaus warst du im Sumpf zum Beispiel schon? Ich hab, glaube ich, ja den einfach mal angeklickt und dann gedacht, nee, lass mal rein. Achso. Willst du nicht zum Beispiel auch voraus? Achso. Ja. Gott. Aber ich hab ja schon mal das. Erinnerst du dich noch an Red Gummer aus unserem alten wunderschönen Clan? Nö, wer ist das? Ja, natürlich! Er hat gleich damals mit seinem Bruder das Spiel Let's Played. Achso. Ich weiß aber nicht, ob er es ganz fertig hatte. Ich gehe von aus. Mhm.
Britzel, 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 Britzel. Der böse Magier. Du. Was? Ja klar. Das war jetzt nicht so, wie ich kenne. Knochenkerle mit Muskeln? Ach, das überhaupt sind mal Knochen. Verziehst du aber. Die bestehen doch nur aus Knochen. Da gibt's keine Muskeln mehr. Irgendwas ist komisch. Moment! Das ist nicht durchdacht. Au. Aber die sind jetzt echt nicht stark, wie ich das mal gesagt habe. Nö. Au. Gut, wir können doch auf die Idee, nur Knochen zu kriegen. Weil wir vielleicht doch ein bisschen auf die Energieleiste achten sollten. Das sehen wir beide nicht mehr so hundertprozentig frisch aus. Da haben wir zum Glück noch ein paar Drinks. Sind jetzt die anderen Riesen. Seltsame Ritter des Todes, die zaubern. Können oder wollen. Wir müssen einmal knüppeln. Was? Knüppeln, knappeln. Wenn die diese komische grüne Aura auf sich rum haben. Ja, wir sind gar nicht erst dazu kommen, irgendwie Zauber auszuführen. So. Was bist du eigentlich? Was ist das Ding? Wann? Haben die Sachen geklaut oder so? Ja, aber ich glaube nur die Sachen, die auch eh hier rumliegen. Ach so. Oh, da ist die Tür auf. Hallo. War jetzt nicht so freudig erregt darüber, dass wir irgendwie sein Behaupt sind. Wir machen doch nichts Schlimmes, wir wollen hier nur durchlaufen. Ja, wir sind nur auf der Durchreise, ey. Nur die Durchreise. Jumann. Sind wir irgendwie überlevelt oder so? Weiß ich nicht. Waren die gerade im Clubhaus da oben? Ein kleines Baumhaus, oh yeah. Ich hatte früher nie ein Baumhaus. Hast du einen Baum? Wir hatten nicht mal einen Garten. Daran liegt's. Ja. Das mit dem Garten kam erst irgendwann später. Aber da war ich schon. Ein kleiner Frosch! Jup! Jup! Stabiler Frosch. Na gut. Bringt das irgendwo hin? Kann man den. Ja, genau. Macht er irgendwas? Ich kann leider nicht so kurz springen wie er. So, jetzt ist er dann verschwunden und dann? Juhu! Froschi! Oh, was? Okay, das wusste ich zumindest nicht. Hallo! Juhu! Oh, Moment, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist das Loch. Loch! Dankeschön! Nein! Herringway, besuch mich für Waffeninfos. Eine Kerze? Aha. Coole Sache. Mensch, könnt ihr jetzt mal einer. Kerze. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Da. Level 15! Nebelluft. Oh, ich bin so mächtig. Das ist viel. Sehr viel. Hat der komische. Nee. Seit nur aus, als er noch einen Pfeil im Kopf dran stecken hätte. Ich mag es, wie er sich gerade fortpflanzt. Hier hinten liegt noch eine Kirsche, falls du irgendwie lebst in die Post. Oh ja, danke. Was ist denn los mit dir? Weiß ich nicht. Ich entdecke heute meine soziale Ader. Krass. Generell, wir haben ja bald Weihnachten und so, Zeit der nächsten Liebe und da muss man generell irgendwie das gut machen, was man im Laufe des Jahres verbockt hat. Ich persönlich, also. Um dann nochmal so ein bisschen, ne? Das eigene Konto aufzustocken. Der Weihnachtsmann kommt ja auch in hier, Liste und so. Das nächstenlieben Konto, ja, ja. Das sind so eine kleine Liste eben, plus, minus und so weiter und so fort. Und was ist das? Das sieht sehr schneckenmäßig aus. Ja, ich nehme mal, du kannst auch gleich nehmen. Ich glaube, ich habe sie schon gefunden. Nee. Nee? Ich sehe mich gerade nicht. Da ist Schnecke. Wo ist Schnecke? Hallo? Schnecke! Schnecke! Kätzchen! Okay, wir hatten jetzt beide die Schnecke und hallo, wie bin ich denn? Ist der große Typ da jetzt unser Feind oder unser Freund? Ich glaube, das ist unser Freund. Ich bin tot. Aber warum kam er dann aus derselben Ecke wie die Feinde? Das verstehe ich. Danke, ja. Irgendwas ist hier sehr seltsam. Metzel. Das scheint ein sehr, sehr seltsames Völkchen zu sein. Ja. Die teilen sich ihre Gegend mit komischen grünen Rittern. Warum? Weiß ich nicht. Kissen. Dann essen mal. Ich hab ja noch voll Energie durch meinen Tod. Wuhu. Äpfel. Yum, yum. Ich hab meine Katze verloren.
Katze! Schnups! Hudubu! Das gibt's ja nicht. Was bringt die Katze eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist eine Katze, hallo? Also was ist wohl besser, eine Schnecke oder eine Katze? Also. Okay. Wobei ich mag die Ohren von meinem Affen noch nicht so ganz. Ansonsten wird er ziemlich cool, ja. Diese unglaublich interessierte Mine zu der ganzen Sache hier ist toll. Ja. Hat mehr sowas von. Das die ganze Zeit. Nonstop. Ist okay. Ja, ja. Ja, na, 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 na. Andere Tiere, andere Sitten. Was ist das? Hohes Gras? Ah, Mais. Ja, okay, Mais. Man könnte es auch als Mais interpretieren, stimmt. Oh. Das auch. Was? Ja. Aggressives Mais. Popcorn? Was? Okay. Ja gut, warum nicht? Au. Das füllt aber Lebensenergie wieder auf, oder? Schaden raus, das ist ja Wahnsinn. Ach so? Ich beobachte es nicht so richtig, aber ja. Ich kann so eines recht haben. Oh, ich muss Popcorn essen. Popcorn, Popcorn, Popcorn. Ein ganz klein bisschen Popcorn, aber dafür, dass ich deiner Meinung nach so viel Schaden mache, hat er noch erstaunlich wenig verloren. Super. Ich halt persönlich. Aus. Ups, ups, ups. Ich versuche jetzt mal die ganze Zeit so drauf zu klöppeln. Bäh. Ich will doch nur leben. Du. Und was stehen eigentlich die anderen hier so hin? Aua. Die trauen sich nicht. Ich möchte einfach mal hier hauen. Hauen, hauen. Irgendwie so. Oh. Du bist gleich wieder tot. Ja, ne? Toll. Warum eigentlich? Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie doof. Doof. Und man ist es schön hier zu sehen, wie der Kerl auch so Stück für Stück sein. Popcorn verliert. Achso, stimmt. Er wird kleiner. Popcorn? Ja. Sein Popcorn verliert. Was denkt eine Maus kommen? Popcorn. Verwöhnte Stadtkinder. Ja. Ganz normal, ganz normal, ja. Ich meine, die Kinder von heute wissen ja nicht mal mehr, wo Kartoffeln oder so herkommen. Ja, von daher, das ist schon. Da passt schon. Popcorn? Ja. Genau. Die Popcorn-Pflanze. So. Mit extra viel Butter und Zucker natürlich, ja. Ja klar. So, weil man uns eben aus dem Kino kennt. Wenn die Pflanze nicht mal gut war, ist halt, wie gesagt. Ich war so lange nicht mehr im Kino. Echt? Ja. Ich hab das eigentlich die ganze Zeit mal in diesem Jahr gedacht, dass ich das mal wieder könnte oder so. Ich meine, es hätte auch genug gute Filme gegeben, jetzt mal so davon abgesehen. Aber ich hab mich irgendwie nicht dazu aufgerafft. Und hab mir dann so gedacht, ich guck mir irgendwann die DVD. Ich war jahrelang eigentlich sehr selten im Kino, aber dieses Jahr wieder viel, viel mehr. Okay. Was hast du alles gesehen? Was hast du alles gesehen? Oh Gott, ich hab gesehen Batman, ich hab gesehen The Hobbit, dann Resident Evil, wie auch immer es hieß. Extinction, glaube ich, gut. War das Extinction? Oder nee, After irgendwas? Afterlife? Nee. Oder irgendwas mit Zivilen? Oh, da freu ich mich was. Weil in Dark Shadows, da haben wir Johnny Depp, dieser Vampir-Ding hier. Aha. Also der einzige Vampir-Film anscheinend, wo Vampire interessiert sind, keine Ahnung. Ja. Voll zu sehen, wie sonst. Ich muss gerade überlegen, da war noch was. Jetzt werde ich wütend. Krass. Ja, ich muss dann auch auftauchen. Gut. Der nervt mich doch so ein bisschen. So ein bisschen. Ich wollte nicht sterben. Guck mal, das ist nur nicht drauf, was ich gesehen habe. Oder ich überlege gerade und ich hab jetzt gesehen. Boah, ne, jetzt auch immerhin schon einige Filme. Doch mal abgesehen, wie viel bezahlt ihr bei euch für Kino? Boah, guck drauf an. Weil das ist ja mehr oder weniger so eine Entwicklung. Also ich wäre teilweise schon gerne ins Kino gegangen oder so, aber es ist echt schwierig, dann noch jemanden zu finden, der ins Kino geht. Weil mir echt viele Leute sagen, ne, Kino ist mir zu teuer geworden und so, habe ich keinen Bock drauf. Also 3D-Filme kosten ja sicher auch schon so 14, 15 Euro. Je nachdem, wo man sitzt. Ich meine, früher, als Euro, das ist schon doch was waren, da hat es ja auch nicht 6 Euro gekostet oder so teilweise. Heutzutage ist das wirklich richtig hochgegangen. Und da wundert es auch nicht, dass so kleine normale Kinos, jetzt zum Beispiel das Play-Flow gearbeitet hat, sagen wir mal raussterben. Die
Kinoketten können die es noch leisten vielleicht, aber die kleinen Kinos, die können diese Preise einfach nicht verlangen. Ich wollte keinen Trank einsetzen. Was für Scheiße. Oh, dieser Maiskolben, der nervt. Ah, da. Dass der auch jetzt so übertreiben muss mit dem Abtauchen und wiederholen, wann bist du jetzt wahrscheinlich? Ja. Es ist aber auch echt schwierig, ein cooles Kino irgendwie hier zu finden, weiß man. Also okay, wir haben Sinister halt, ne, aber das ist so, ja, also, weiß ich nicht, Standard-Kino, finde ich persönlich. Also so, nichts Besonderes jetzt in dem Moment einfach. Hier auf Usedom soll es ein einigermaßen cooles Kino geben, habe ich mir sagen lassen von einem Arbeitskollegen. Das ist dann ein bisschen luxuriös ausgestattet, sagen wir es mal so, also richtig mit mit kleineren Tischen und so weiter, wo man dann halt sitzen kann. Das klingt ja cool. Vorne die Idee, eine große Leinwand. Ja, irgendwie, ja. Puh, ist das halt der Fuck. Popcorn. Juwelen und Gold und sowas wäre mir irgendwie lieber, aber. Was macht der jetzt da? Tja. Er geht in die Scheune. Er bringt uns das Horn! Hätten wir das nicht einfach eben so nehmen können? Juhu! Okay, ja. Hurra. Ach, du meinst so von wegen in die Scheune rein und dann und tschüss Maiskorn. Ja klar, ich meine, so richtig war der Kerl so auch nicht. Aber jetzt haben wir voll den armen kleinen Dorfbewohnern da geholfen. Und was machen sie jetzt damit? Jetzt haben sie kein Mais mehr. Neuer Bereich freigeschaltet. Oh mein Gott.